Hallo und herzlich willkommen zu einem Video der Fahrer hier. Heute spielen wir mal wieder den Calvin Klein Simulator oder besser gesagt King of Retail. Und ich denke mal, wir starten einfach mal schnellstmöglich in den Tag, ne? So, abonniert ihr Fahrer auf YouTube, um keine weiteren Videos zu verpassen. Wichtige Ansage. Und ich habe keine Kassen, wie gesagt. Also müssen wir so schnell wie möglich welche kaufen. Und die sehen ultra cool aus. Und deshalb kaufe ich mir die. So. Oben muss das Teil stehen, oder? Eins. Und hier sollte eigentlich auch noch eine hin. Aber da passt keine hin. Weil das da zu eng ist. Geil, Digga. Ja, keinen Bock. Muss ich das hier alles umstellen? Kann es nicht umstellen, ne? Nö. Muss ich meinen Laden verbreitern? Das ist scheiße. Hier. Oder halt ganz kurz. Komm hier nicht raus, Anna. Anna, machen Sie eine Pause. Ja, ist ja raus. Guck mal, ob ich hier noch die Kasse hinstellen kann. Die ist nämlich kleiner, oder? Als ob. Wie ganz komische Angelegenheit. Diese Kasse passt hin. Aber die finde ich ultra hässlich, muss ich ja zugeben. Aber die passt hin. Haben wir erstmal zwei Kassen. Und ich vergrößere gleich noch den Laden. Ist das denn Katja? Katja macht auch einen Scheiß. Aber so sieht es momentan ultra scheiße aus, muss ich ja zugeben. Also ultra geil, ne? Um 11 geht es dann los. Dass Anna wieder da ist, genau. Ey, passt doch alles, oder? Also hier auffüllen. Okay, ich habe noch keine Ware bekommen. Ich muss echt gar nichts mehr machen. Okay, das Lager ist schon wieder voll. Ganz komische Angelegenheit. Und Sven nimmt eine Pause. Der ist in der Wiederherstellung. Wir gucken jetzt mal, was hier Florian macht. Er steht einfach nur am Computer. Und was macht er? Er macht Knowledge. Er hat nicht mal Knowledge. Er hat nicht mal ein großes Wissen. Der sitzt da einfach, weißt du? Ich weiß nicht, wie was ich den bezahle, aber vielleicht kriege ich mehr Leute hier in meinen Laden. Das wäre cool. So, und ich werde jetzt mal die zweite Kasse ausprobieren. Weil ich einfach gar nichts tun habe. For fun, Leute. Wie viele Leute stellen sich denn schon an? Für Kunden geöffnet. Bei mir, wer stellt sich da an? Mit Hanno bei den anderen. Ah, da sind doch Leute. Carlotta macht auch eine Pause. Dann mache ich mal hier die Kasse, bis Katja wieder, bis Anna wieder arbeitet. Die macht ja gleich Pause um 13 Uhr. Also, die Leute gehen eigentlich alle nur bei mir an. Würde ich auf jeden Fall das geil heißen. Und der Sound ist natürlich wieder insane laut. Ah, das können wir ja nicht anders, ne? Oh Mann. Alle stellen sich jetzt nur bei mir an. Aber es ist schon eine Scheiß. Wie die hier steht, die Kasse ist doof, finde ich. Schwierige Angelegenheit. Die sagen immer wieder, dass sie Fragen haben. Logan nimmt jetzt eine Pause. Ja, der kann einfach in seinem Raum bleiben. What the fuck? Obwohl wir jetzt zwei Kassen haben, sagen wir, dass es keine Kasse frei ist. Das ist insane. Das liegt vielleicht an Florian, wisst ihr? Das liegt an Florian. Das sage ich euch. Also der Laden, der läuft. Der läuft. Carlotta müsste mal die Schuhe aufbinden. Ja, Sven macht das schon. Heftig. Alter. Das ist so laut. Kann man den Ton leiser stellen? Der Tag zieht ja an uns vorbei. Im Nichts. Und alle Leute wollen einfach nur was. Das ist aber ultra geil. Wir machen, glaube ich, nicht viel Umsatz. Aber die T-Shirts, die hier vorne sind, die werden nicht irgendwie gekauft. Hier, ne? Ist ja auch keine da auf oder so. Ganz komisch. Und jetzt haben wir schon Schluss gleich, ne? Obwohl Sonntag. Nee, Sonntag ist heute. Also bis 19 Uhr offen. Machen wir jetzt fast schon gleich Schluss. Verrückt. Echt verrückt. Der Typ hat vorgedrängt, habt ihr das gesehen?
Und jetzt geht er. Jetzt geht er. Was für ein... Erst vordringen und dann gehen. So ein Klickser. Ich fertige hier noch alle ab. Also ich glaube, wir haben 4 plus gemacht. Also wirklich jetzt. Sehr 4 plus. Muss mal gucken, vielleicht habe ich anders Kasse falsch umgestellt. Easy. Einfach 900 Miete. Lohn. Das ist natürlich heftig. $1000 gehen von meinem Gewinn ab. Das ist heftig. Aber ich habe trotzdem 7k plus gemacht. Ich denke schon, dass... Und wie hier Florian einen Unterschied macht. Ich habe 72 Teile hier komplett ausverkauft bekommen. Und jetzt können wir auch endlich Frauenartikel holen. Die können wir dann leider erst in der nächsten Folge uns angucken. Hier ein Kleid. Hier so ein Kleid. Hier so ein schwarzes Kleid. Und hier so ein schwarz-weißes wollte ich noch haben. Hier, das ist hübsch. So, das stellen wir Ganze auf 20. Das stellen wir auch auf 20. Ich glaube, ich kann es mir nicht leisten wieder, ne? Nope. Ich darf kein 20 nehmen. Ich nehme nur 10, Leute. Weil sonst wird es zu teuer. Wenn ich richtig gut verkauft kriege, dann mache ich damit richtig Umsatz. Aber momentan sieht es nicht so gut aus. Geil. Ich habe noch 900 Dollar. Aber du passt das. Perfekt. So Leute, dann habe ich hier alles fertig, ne? Und könnt ja mal Werbung schalten eigentlich, ne? Aber ich habe davon gar keinen Plan, muss ich sagen. Schnappjäger, goldene Münze. Ich mache einfach hier so für Schnäppchenjäger die Nachrichten, so einen Nachrichtenteil. In A4, so ein Hemd kommt da drauf. Oh, Schuhe, ja. Wir machen hier mal die Kunden. Das ist für Studenten. Die können. Nee, groß will ich das Ganze eigentlich. Nee, dann doch nicht groß. Hallo, ich werde hier immer rausgeschmissen. Hallo? Come on. Mittel und Studenten. Gegen hier Schuhe. Ja. Und Gesamtdauer machen wir mal. Wie lange ist hier? 4 Tage passt, oder? A5? Ne, sollten wir auf A4 bringen. So Taui muss ich dafür zahlen. Passt. Nicht genügend Geld. Ah, Leute, stimmt, ich habe nicht genügend Geld dafür. Machen wir A5. 4 Tage. Sie müssen eine Anzeige schalten. Hä, komisch. Nee, Hemd wollte ich nicht. Wir wollen Schuhe machen. Schuhe will ich. Na, Mitte passt nicht drauf. Mann, Leute. Auf so ein A4. A5. So, und dann. Das ist für Studenten. Und die können ja auch mit drauf. Und das Ganze soll 4 Tage gehen. Länger geht nicht. Und das kaufen wir jetzt. Boah, das war anstrengend. Okay. Leute, dann soll es aber trotzdem mit diesem Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert diesen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und ciao.